Wir haben letztes Mal Vorstellungen und Emotionen gehabt, eine Luftspiegelung. Weil die wahren Erkennen quasi im Wege steht. Ja, das ist Affengeist. Das lernt man mit der Zeit im stillen Sitzen. Der Geist ist unser Freund, aber ist nicht unser Chef. Für die meisten Leute ist das der Chef. Eine Emotion, Handlung. Was dem hilft, das zu erkennen, weil man darf Vorstellungen haben. Ja, das sind Fantasien, sind schön. Ja. Bloß sich darin nicht verlieren oder sogar das als Handlungsmuster, Fehleinschätzung der Realität und darauf handeln. Das ist nicht so vorteilhaft und tut einem auch nicht gut. Also keine Distanz dazu entwickeln, das nicht. Aber was auf jeden Fall hilft und zu Gesundung führt, ist Körperempfindung. Einfach die, ich sage das jetzt etwas blumig, die Welt der Körperempfindung. Also von der Aufmerksamkeit auf den Magen, auf den Darm. Ja? Freundlich, aufmerksam und gelassen, ja? Ohne was zu verlangen. Besonders wenn da etwas ist, also der quasi sowieso Aufmerksamkeit erfordert, der Körper an der Stelle, der Darm, dann achte ich da drauf. In diesem Moment, wenn es sich bezieht auf Essen zum Beispiel, dann auch größere Zeitzusammenhänge. Für die Meditation auch sich nicht zu erschrecken, wenn zum Beispiel der Herzschlag in den Vordergrund rückt, für viele Leute was ganz Neues, eine neue Erfahrung. Auch da interessiert, freundlich und interessiert zu sein. Oh, Herzschlag. Das ist schnell. Wenn ich jetzt so zum Beispiel langsam ausatme, kommt der Tonus langsam zur Ruhe, weniger Aufregung. Wie fühlt sich das an? Ohne Vorstellungen davon, sondern wirklich direkt fühlen. Das ist halt das Gute, dass einen das sehr erdet. Das ist noch objektiver, noch weniger mit Vorstellung verbunden. Später werden wir auch noch was vom Vorstellungskörper, also nicht heute, also in mehreren Monaten oder sowas, hören. Aber dann auch eher begründet in den Neurowissenschaften, als dass ich da in Esoterik abdrifte. Jetzt erstmal wirklich Körperempfindung. In dem gestrigen für fortgeschrittenen Kurs haben wir über Interozeption geredet, aber das, man muss nicht das abhaken. Also nur, das kenne ich schon und so, nee, aber interessiert zu sein. Ja? Also wenn irgendwo ein Druck ist, den mitkriegen, da auf die Selbstreflexions Session ist auf YouTube, zurückgehen und dieses RAIN-Prinzip, also erstmal das überhaupt mitkriegen. Ich habe zum Beispiel Druck irgendwo in der Schulter oder so. Dann mit der Aufmerksamkeit interessiert dahingehen und nichts zu verlangen. Einfach erstmal dahin, das Druck in der Schulter. Okay, sein lassen. Erstmal, ohne was zu verlangen, einfach erstmal den Raum geben, dass das sein darf. Dann untersuchen, wenn man bereit ist dazu. Ja? Was ist das? Ja, wo kommt das her? Nicht zu analytisch. Die Antworten ergeben sich von selber. Meistens bei Druck zum Beispiel oder sogar bei Schmerzen, leichten Schmerzen, schwere Schmerzen zum Arzt gehen und so. Ja? Also bei leichtem Druck oder sowas, war das schon alles, was der Körper wollte. Ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Und dann löst er sich. Bei anderen Zusammenhängen kann man rausfinden, was die Ursache ist. Und sein Verhalten
langsam darauf einstellen, dass in Zukunft dieser Druck nicht entsteht. Nicht indem man zum Beispiel etwas, also Probleme umgeht, ne? Also schon, ich muss nicht unbedingt nachts durch ein Rotlichtviertel gehen, wenn ich das nicht muss, weil ich weiß, das ist eine potenzielle Gefahrenzone. Ja? Ihr wisst, was ich meine. Ich muss nicht. Ich kann natürlich Gefahren vermeiden, wenn ich da nicht wirklich was vermeiden muss. Ja? Wenn ich einfach dann merke, das ist dumm. Ich muss da jetzt nicht rumrennen. Ja? Hab da gar nichts zu suchen. Ihr wisst, was ich meine. Ja? Also einfach die Aufmerksamkeit erstmal mitkriegen, da ist etwas. Den Raum geben, erlauben, dass es da ist. Dann, wenn man bereit ist, die Ursachen rausfinden und dann den Weg zum besseren Umgang, in diesem Fall mit dem eigenen Körper, langsam kultivieren. Das ist dann Gong. Ja? Kultivieren, Gong. Und das gilt für alles. Ja? Und diese Körperempfindungen sind wunderbar auch in der Meditation. Ja? Achtsamkeit auf den Körper. Achtsamkeit auf den Körper, wie er da atmet. Das ist das, was überbleibt, wenn man Körper zur Ruhe kommen lässt und Geist. Das reicht schon wieder. Es ist erstmal nur ein Anstoß, sich damit zu beschäftigen, spielerisch Aufmerksamkeit auf den eigenen Körper zu richten. Und das machen wir jetzt auch. Wir sitzen vielleicht so 10 Minuten mit diesem Aspekt rum. Schließen die Augen. Atmen vollständig. Ohne Anstrengung natürlich. Und gehen ruhig durch den ganzen Körper. Voller Freundlichkeit und Gelassenheit, Freundsamkeit von den Fußsohlen, Fußgelenken, den Unterschenkeln, den Knien, die Oberschenkel, der gesamte Hüftbereich rundherum, der Bauch und der untere Rücken, vorne Solarplexus, Zwerchfell und der Brustkastenansatz, der ganze Brustkasten und der Rücken bis zu den Schulterblättern, die Schulterblätter, dann die Hände, Finger, die ganzen Hände, Handgelenke, Unterarme und Ellenbogen, Oberarme und die Schultern. Und der ganze Hals, vorne und hinten. Der Halskopfansatz. Der gesamte Bereich, den ihr fühlen könnt, bis zum Schädeldach. Die Ohren, die Schläfen, das ganze Gesicht und um die Augen herum die entspannten Lachfältchen.
Und falls der Geist auch mal froh ist, entspannen zu können, der Körper sich so gut, wie es jetzt geht, auch entspannt, dann bleibt der Körper nur, wie er da atmet. Und wenn ihr dabei länger seid, bei diesem Körper, der da freundlich atmet, kann es sein, dass das entsteht, was wir wirklich trainieren, dieses innere, grundlose, vom Herzen kommende Lächeln. Das ist am Anfang sehr subtil, aber wohltuend. Ihr merkt, wenn die Mundwinkel ein wenig nach oben kommen und die kleinen Lachfältchen entstehen. Und damit sitzen wir noch 5 Minuten, wenn es geht, lächelnd rum.
drei sehr langsame Atemzyklen. Und dann die Frage ohne eine Antwort, kein innerer Monolog. Wie geht es mir jetzt? Wie liefen diese 10 Minuten? Einfach eine Frage ins Nichts. Und damit schließen wir die Meditation ab. Also das Zurückkommen auf die Körperempfindungen, bodily sensations, ist lehrreich, ist erdend, wenn man so will, ist objektivierend, wenn ich in Gedanken abschweife, immer wieder zurückkomme zu, wie fühlt sich mein Körper jetzt an. Und es führt eben auch aus Versehen in Richtung Weisheit. Das soll es für heute gewesen sein. Stellt gerne Fragen nachher, unten kommentiert, aber freundlich, aufmerksam und gelassen kommentieren. Oder einfach grüßen, auch das ist nett. Habt einen schönen weiteren Tag. Ja, ich mache heute noch Announcement zum Schluss, also eine Ansage. Die jetzt schon länger sitzen, 30 Minuten. In den ersten Jahren aber erstmal nicht mehr, weil das wäre dann wieder dieser Affengeist, ich muss was erreichen. Ich selber sitze jeden Abend um 18.30 Uhr, aber auf, gucken, ob ich das eingeblendet kriege, auf dem YouTube-Kanal Stillness Unveiled jeden Abend um 18.30 Uhr rum. Ja, da könnt ihr mitsitzen. Ich erkläre da nichts großartig. Es ist nur die, die das toll finden, einfach mit anderen Leuten online so still rumzusitzen für 30 Minuten. Wir sitzen 45, ja, aber nach 30 Minuten ist ein Klangholz. Also für die, die anfangen noch, die ersten Jahre, ist das auch ein Hinweis. Da könnt ihr mit mir rumsitzen, mit den Leuten, die anwesend sind. Ihr könnt aber auch Fragen stellen, deswegen sage ich das zu den Terminen, auch wenn der Chat manchmal wegbricht und so. Und am Freitag um 18.30 Uhr ist immer so ein etwas komplizierteres Thema, ein Einführen auf einer anderen Ebene in den gleichen Sachverhalt, also ins Stille sitzen. Habt ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Vielleicht heute sogar um 18.30 Uhr.